Moin Leute, was geht? Willkommen zurück in Seekrew 2. Wir werden uns heute mal das neue Elite-Battle gönnen, ja. Ich wollte eigentlich schon eher ein Video dazu machen, aber die Bugatti-Designs haben dann doch ein bisschen aufgehalten. 2,4 Millionen kostet das komplette Bundle. Das ist wirklich ein Top-Preis, ohne Scheiß jetzt mal. Du kriegst drei krasse Autos dafür. Also wir hoffen mal, dass die gut sind, aber generell sind es schon mal geile Autos. Und das noch 20% weniger und nochmal 20% weniger, weil ich einen Season Pass habe. Digga, das ist schon barbarmäßig. 2,4 Millionen ist krank. Also ich glaube, denn 2,4 Millionen, dann ist, glaube ich, sogar der Evo schon geschenkt. Ja, ich glaube schon. Egal, wir kaufen es halt mal und wir werden uns heute, was gucken wir uns heute zuerst an? Komm, ich hätte schon Bock, den Citroën GT, ne? Boah, ich hätte schon übelst Bock drauf, Alter. Komm, lass uns, wir machen den dann zuerst heute. Heute machen wir den. Und im nächsten Video machen wir den, ne? Genau, den Carrera GT. So, da müssen wir jetzt einmal noch den Rembrandt Bugatti hier wegmachen. Oh, Digga, was ein Auto, Alter. Alter, ich weiß nicht, also als er zum ersten Mal in Gran Turismo reinkam, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das war sogar Gran Turismo 5. Bruder, habe ich den Wagen geil gefunden. Ne? Es gab ja mehrere Varianten. Ich glaube, erstmal gab es nur diese Elektroausführung. Digga, dieses Heck, Alter. Was ist das? Da gab es erstmal nur diese Elektroausführung. Irgendwann kam dann auch nochmal ein Benziner rein oder ein Hybrid oder so, keine Ahnung. Es gab auf jeden Fall mehrere Varianten von Gran Turismo von dem Wagen. Ja, hier wird er ja wohl einen richtigen Motor drin haben, also nicht keinen Elektrokack, oder? Digga, was für ein... Bruder, was ist das für ein Dach, Alter? Guck dir das mal an. Das ist einfach... Das sieht aus wie ein Brett auf vier Rädern, Junge. Ich kann mir echt nicht vorstellen, wie man da drin sitzen kann, ne? Lass uns mal... Wie geht denn eigentlich die Tür hier? Lass uns mal gucken. Das müssen wir erstmal kurz einmal angucken. Boah, Digga, richtig... Alter! Bruder, ich dachte, die geht noch ein bisschen weiter auf, aber da kommt einfach nichts mehr. Wie willst du denn hier einsteigen, Alter? Ach du Scheiße. Boah, das sieht aber auch geil aus, die Verkleidung hier, ne? Boah, Digga, ist das Bronze? Alter, jetzt mal ohne Scheiß, wie willst du denn hier einsteigen? Ja, wie der von drinnen einfach aussieht, Junge. Guck dir das mal hier an der Seite, ne? Digga, du hast ja gar nichts. Alter, mit dem Bronze-Ding hier, ne? Guck mal, von hier kannst du die Knöpfe gar nicht richtig sehen. Weil die einfach so zum Fahrer geneigt sind. Alter, der hat ja hier oben auch noch Knöpfe. Also ich bin jetzt echt nicht böse, wenn man da gar nichts machen kann. Ich glaube, bei Gran Turismo gab es eine Variante mit einem fetten Spoiler. Könnte sein, dass es die gibt. Aber ich bin echt nicht böse, wenn man nichts machen kann, weil das ist geil. Ja, du kannst echt nur die Felgen machen. Ja, ist das erste und einzige Hypercar, wo du gar nichts machen kannst. Das finde ich aber auch gut. Also warum willst du so einen Wagen? Das ist ein Kunstwerk, Digga. Das ist so krank. Ja, vielleicht suche ich mir gleich nochmal andere Felgen aus. Ja, vielleicht so ein paar Foot... Ja, was ist denn mit sowas hier, Alter? Kann man sowas nicht machen? Ich meine, man muss eine andere Farbe nehmen, ne? Ich suche mir da gleich mal welche aus. Man kann jetzt tatsächlich nur die Farbe ändern. Bruder, den gibt's in weiß. Boah, blau ist auch schön, Alter. Bruder, oder? Leute, blau? Blau ist geil, ne? Mattschwarz, auch eine Standardfarbe. Rot. Ich weiß nicht, Alter. Ich feiere den Wagen in weiß, Mann. Kann man die Verifizierung, genau, die Verzierung hier runter machen? Ah ja, guck mal, selbst wenn ich jetzt im Folieneditor bin, die Folie da vorne ist immer noch drauf mit Zitrönen. Ah ja, okay, das ist schon mal gut zu wissen. Ist sonst meistens nicht so, sonst wenn ein Auto hier eine Folie drauf hat, kannst du die immer runter machen, aber hier nicht. So Leute, ich habe mich jetzt mal für eine Farbe entschieden, nach 8000 Jahren gefühlt. wir nehmen die Felgen. Sollen wir die... Hä, was ist das denn, Alter? Guck mal, ich mach die Felgen weiß und sie blieben rot. Hä? Was hat das für einen Sinn? Orange, gelb. Ach, dann ändert sich nur außen die Farbe oder was? Nee, jetzt hat sich hier auch innen geändert. Hä? Was hat das denn für einen Sinn? Hä? Oh Mann, was haben wir denn jetzt hier schon wieder gemacht? Ey, passt aber eigentlich so auch, ne? Zu der Wagenfarbe. Nur irgendwie heller, so ein bisschen. Oder so. Nur heller. Ich guck mal einmal, wie die schwarzen aussehen draußen. So, Leute, ne, die schwarzen Felgen haben irgendwie auch komisch ausgesehen. Ich habe jetzt einfach mal die gemacht. Das passt ja eigentlich zur Farbe, ne? Warum nicht? Ey, lass uns mal den Zaun. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was da für ein Motor drin ist. Weil, wie gesagt, bei Gran Turismo gab es so viele Versionen von dem Ding. Lass mal gucken. So krass, ne? Ich weiß nicht, was es ist.
wie das Auto aussieht, Alter. Oh, oder hat der doch einen Sechszylinder, Alter? Ey, ich glaube, der hat doch einen V6 drin. Der hört sich nämlich ein bisschen an wie der Audi RS5. Also zumindest wie der Audi RS5 hier im Spiel. Und ich glaube, das Ding ist Kompressor aufgeladen, oder? Das ist ein Hybrid, keine Ahnung, weil der hört... Also von vorne, ne? Kann man das hören vorne? Alter, der scheiß Bremsen, ey. Ja, man hört, dass er eine Ansaugung hat vorne auf jeden Fall. Doch, der ist safe Kompressor aufgeladen. AK! Danke für dein Follow. Setup-Display funktioniert aber nicht, ne? Nee, das ist schade, Alter. Ja, und die Anzeige im Lenkrad, also die Punkte oben, ne, wo du eigentlich schalten müsstest, die funktionieren leider auch nicht. Aber das kennen wir ja schon von anderen Autos. Danke. So, der hat Standard knapp 790 PS. Das ist schon mal geil. So, und komplett voll hat die Bude. Was? Genauso viel PS. Was ist das denn, Junge? Hä? Warte mal, ist aber bestimmt ein Bug, oder? Ich baue nochmal eben alles aus. 790 PS. Warte, lass mir jetzt mal nur Motorblock. Was sagen jetzt die Werte? Sie laden. Hä? Tja, du baust einen Motorblock ein und das Ding ist lahmarschiger, oder was? Wahrscheinlich sollte der Wagen normalerweise 650 PS haben. Und mit dem Tuning sollte der wahrscheinlich 790 haben. Okay, ist leider ein Bug. So. Bin mal gespannt. Machen hier erstmal... Oh, Digga. Oh mein Gott. Machen hier erstmal östliches Main-Hochland ein bisschen. Ah, Standardstrecke. So. Also der fühlt sich echt komisch an, der Wagen. Oh mein... Digga, das ist mir doch einmal ist mir passiert. Okay, also halten wir schon mal fest, in der Luft lenkt der Wagen sich babamäßig. Warte, der geht ja richtig rein, ne, wenn du lenkst. Also erstmal kommt der, also wenn man das so ein bisschen lenkt, dann passiert nicht wirklich viel. So ein bisschen schwerfällig. Aber... Hä? Das hat ein bisschen was vom Pista irgendwie, ey. Also der lenkt jetzt nicht nach oder so. Das macht er nicht, das ist schon mal cool. Aber bei dem Auto ist auch wieder so, je länger du einlenkst, umso stärker lenkt er ein irgendwie. Was irgendwie unlogisch ist. So, als würden sich die Reifen so erst so ganz langsam umdrehen, ne? Also du lenkst quasi volle Pulle ein, aber die Reifen brauchen halt ultra lange, bis sie dann im Einschlagwinkel komplett eingeschlagen sind. So fühlt sich das an. Irgendwie ganz komisch. Aber ich habe das Gefühl... Dass der Ton jetzt laut ist. Nee, ich habe das Gefühl, dass man, wenn man das übt, dass das gar nicht mal so verkehrt ist. Wobei ich immer noch auf so eine direkte Lenkung stehe, ne? Wie zum Beispiel beim Performante oder beim Evo. Einfach ein ganz direktes Fahrgefühl. Das Lenkrad, Digga, das ist mir echt zu laut gerade irgendwie, oder? So, einfach ein bisschen leiser machen. Ich habe das Gefühl, ich muss hier mal rumbrüllen. Ne, also, so einfach so ein ganz direktes Fahrgefühl. Du lenkst komplett nach links und die Räder stehen direkt komplett links. So muss es eigentlich sein. Bei dem Wagen nämlich nicht so. Ja, da will er dann auch wieder nicht reinlenken, ne? Komisch, ey. Also die Beschleunigung ist auf jeden Fall nicht schlecht, aber auch irgendwie nicht berauschend. Also Mittelfeld irgendwie. Ihr seht das, ne? Ich gehe mit dem Wagen immer so hin und her, weil ich immer so ein bisschen... Ich lenke, guck mal, ich lenke, aber da passiert aber irgendwie nichts. Und je länger du lenkst, umso stärker lenkt er ein, irgendwie. Weiß nicht, ob man das sehen kann. Also, ich glaube, der ist jetzt nicht wirklich schnell, Alter, der Wagen. Da könnte eindeutig mehr kommen. Weil wir haben hier einen Nitro-Mischer, einen perfekten Nitro-Mischer drin, ne? Digga, ich guck...
Das ist einfach dumm, weil du alles berührst, ne? Oh Mann, ey. Oh Mann. Bis du dann mal wieder zurückgelenkt hast, ne? Weil das. Die Lenk. Die Räder sich so lahmarschig bewegen. Weißt du, du bist mit dem Stick schon ganz woanders und dann kommt die Räder erst hinterher, so, ne? Ganz komisch. Ganz komisch. Schlechteste Runde ever auf der Strecke hier. Also, ich weiß echt nicht, was ich von dem Ding halten soll, ey. Vielleicht liegt das auch einfach an diesem neuen Handling-System, was Ubisoft da irgendwie mal ausprobiert. Aber das ist einfach nicht geil. Never change a running system. Ganz einfach. So, Crew war immer geil. Ich fand das Fahrverhalten nie schlecht. Das war immer gut. Warum muss man das jetzt ändern? Ja, er kriegt noch nicht mal mit Vollgas die Kurve, weißt du? Also, das ist doch schon scheiße, ey. Was ich aber wieder cool finde, dass er nicht so wirklich einen Wheelspin hat, wenn du Nitro drückst. Leute, bitte kommt mir jetzt hier nicht von wegen, ich kann nicht fahren. Ja, das könnt ihr eurer Oma erzählen. Wer hier ein bisschen aktiv ist, der weiß, dass ich eigentlich gut fahren kann. Aber wenn ihr mir da Scheiße hinstellt, dann kann ich damit auch nicht gut fahren. Ja, ganz komisch, Alter. Dann kommt ja auch manchmal so ein bisschen mit dem Hecken ein bisschen raus, ne? Also nicht jetzt, dass man so gegenlenken muss, aber man hat so das Gefühl, so, oh, das ist ein bisschen zu viel. Alter. Ich meine, der Schnee erschwert es jetzt hier gerade noch ein bisschen, aber... Bruder. Ja, ich bin sonst ein bisschen gesprächiger, aber... Ich versuche halt einfach gerade rauszufinden, wie ich diesen Wagen fahren muss, damit er sich vernünftig fährt, aber irgendwie... Mein Gott. Das ist wirklich... Das ist dieses neue Handling-System, glaube ich. Denn das verkackt einfach alles. Warum können die Scheißräder sich nicht einfach da hinstellen, wo ich meinen Kackstick hinbewege, Alter? Warum? Das ist doch Schwachsinn, sowas. Wer will denn so ein Handling-System haben, bitte? Das Ding muss das machen, was ich ihm per Controller sage und nichts anderes. Der lenkt jetzt schon immerhin schon mal nicht nach. Ja, das ist schon mal ganz cool. Zumindest merkt man es nicht so wirklich. Ja, doch. Also. Ja. Ich sag mal so, der Ferrari F12 TDF, der war besser als der Pista. Aber immer noch richtig ultra kacke. Der Wagen hat das Nachlenken wirklich fast gar nicht mehr, ne? Aber das ist trotzdem, als wäre so eine Verzögerung drin, bis die Lenkräder sich mal in die Position stellen, wo du eingibst hier, ne? Ja, da haben wir jetzt aber richtig Lack gehabt, ey. Muss Hauer erstmal schaffen, ey. Digga, nee, Mann, Alter. Das ist Schmutz, das Auto. Das ist Schmutz. Nee. Digga, das ist absoluter Schmutz. Nee. Nee. Das ist dieses neue Handling-System. Ich habe keine Ahnung, warum die das machen. Ich habe echt das Gefühl, du kannst bald die ganzen neuen Autos, die kannst du bald nicht mehr fahren. Die kannst du alle in den Tonnen treten. So, wir machen trotzdem nochmal Big Lamp, weil ich wissen will, wie schnell das Ding fährt. So. Ja, mal gucken. Vielleicht ist er ja wenigstens ultra, ultra schnell und fährt 550, ja, dann, kann man sich dann nochmal überlegen. Aber ich finde es halt, habt ihr gesehen, wie niedrig der Wagen im Gegensatz zu anderen ist? Das ist einfach krank. Also das ist wirklich geil bei dem Ding, ne? Diese Optik, Alter. Junge. Warum lenkt er denn jetzt dann so früh? Ich verstehe es nicht. Ich bewege meinen Stick. Also, ne, keine Ahnung.
Ja, V-Max haben wir dann auch mal erreicht, ne? Da war schon der Begrenzer am Stissel. 510 ist absolutes Feierabend hier bei dem Ding. Beste Deutsch. Da kommt gleich noch eine schöne Gerade. Lass mal dann nicht noch ein bisschen voll werden. Nach der Sprungkurve, danach die Kurve. Können wir nochmal gucken, ob da noch was geht, aber... Ich denke mal, da passiert nichts mehr bei dem Teil. Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Digga, f*** ins Knie, Alter, Junge! Meine Fresse! Da kommt eine minimale Bodenwelle. Und das Ding bricht komplett aus und tanzt da rum, ey. Nee. Das ist Schmutz. Das ist Schmutz. Nee. Nee, Junge. Ja, bremst hier mal ab, genau. Nee. Nee, ab, du fuck! So, meine lieben Freunde, ein Fazit zu dem Fahrzeug noch ganz kurz. Das Ding ist nicht schön. Also schön optisch, ja, aber vom Fahren ist es gar nicht schön. Digga, das... Eine Ewigkeit später. Nee. Das ist kein Fazit wert, Alter, ehrlich nicht. Also, ich liebe... dieses Konzeptauto einfach. Das ist einfach mega geil. Ich feier das. Ich habe den Gran Turismo gefeiert. Ich feiere es jetzt hier auch. Die Optik ist krank. Was Citroën dahingestellt hat, ist richtig nice. Was die Crew daraus gemacht hat, ist Schrott. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Ist mir auch scheißegal. Das Ding packe ich in meinem Leben nicht mehr an. Das ist einfach Schmutz. Aber die Optik ist nice. Also zum Hinstellen ist er echt cool. Muss man ja sagen. So. Soll es gewesen sein mit dem Video, Leute. Lasst doch nicht durch den... lasst doch nicht durch die Titelbeschreibung triggern, ja. Ist ein kleiner Insider hier. So. Ja. Wenn ihr euch den Citroën kauft, viel Spaß damit, ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich bin jetzt raus. Keine Bock mehr auf das Auto. Macht's gut und rein, euer Zocker.